Ja, es gibt endlich wieder Neuigkeiten aus Westeros und an dieser Stelle sicherheitshalber Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, ich möchte kein Problem mit euch. Es gibt endlich Neuigkeiten zu dem ersten Game of Thrones Spin-off. Ja, während wir noch wirklich heiß sind auf die letzte Staffel von Game of Thrones, gibt es Neuigkeiten zum Prequel. Ja, es ist tatsächlich ein Prequel und viele Fans dachten sich, wow, werden wir jetzt endlich erfahren, was wirklich mit dem Mad King geschehen ist? Werden wir ein Prequel haben, das circa 90 Jahre vor den eigentlichen Ereignissen der Serie spielen wird? Nein, es sollen vielmehr 10.000 Jahre vor den Ereignissen der Serie zurück in die Vergangenheit gereist werden. Denn im Prequel dreht es sich sehr wahrscheinlich um den langen Winter, die lange Nacht, the long night. Viele Fans wissen, was das bedeutet, und zwar den Beginn der White Walker, die ersten Begegnungen mit dem White Walker, den düstersten Winter und schrecklichsten Winter in der Geschichte von Westeros, sowie die Anfänge der Mauer. Warum wurde die Mauer gebaut? Wie kam es zur Nightwatch? All das können wir jetzt sehen. Gleichzeitig ist jetzt auch bestätigt worden, keiner unserer Hauptcharaktere aus Game of Thrones wird im Prequel vorkommen. Nein, nicht Daenerys, nicht Jon Snow, nicht Brandon Stark, nicht Cersei, keiner von denen. Es werden komplett neue Charaktere sein, die sozusagen die Mythologie erweitern, was sehr interessant ist, weil jetzt haben wir auch die Möglichkeit, die Geschichte ein wenig umzuschreiben, weil wie wir ja erst recht in der letzten Game of Thrones Staffel erfahren haben, ist die Geschichte nicht zwingend das, was sie zu sein scheint. Ich meine, erst recht, wenn wir uns Jon Snow und seine Vergangenheit anschauen, lügen die Geschichtsbücher, weil wir wissen ja, was wirklich geschehen ist. Ich bin sehr gehypt, ich bin auch sehr gehypt auf eine Welt, in der Magie noch eine wesentlich größere Rolle spielt, in der mysteriöse Wesen wie Riesen und so weiter eine prominentere Rolle haben, als sie es in Game of Thrones haben. Und ich bin absolut gehypt, ich bin ein riesiger Fan, ich kann schon kaum mehr warten auf die letzte Staffel von Game of Thrones. Doch jetzt seid ihr gefragt, wie steht ihr zu der Idee des Prequels? Freut ihr euch? Seid ihr heiß auf eine weitere Game of Thrones Serie? Schreibt es mir in die Kommentare und für weiteren coolen Content schaut euch doch einfach mal unsere Videos an. Wir haben sehr viele coole für euch. Vergesst nicht, uns bei YouTube zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, weil dann entgehen euch nie wieder unsere Videos. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.